Angst en wissen ze, was mit der Swapo dann los ist. Ich mein, können sie noch vorstellen, es ist ja vielleicht was geschehen. Ich lädt schon ab, ihr seid dann. Und beim Kressler habe ich es schon lange nicht gesehen. Kam sie vielleicht, dass sie krank ist? Oder holt sie es nur zum Neuen? Vielleicht hat sie sich das Gas auf Draht, oder sie ist auch nur zu ihrer Schwester gefahren. Meinen sie vielleicht, sie ist gestorben? Weil die Renten ist nämlich bei mir Rock im Wohnen. Hört, sie möchte wissen, was ihnen das Wobo dann angeht. Ich mein, wenn ich was sagen werde, bitte, ich hab's ja gepflegt. Schließlich bin ich ihr und die Milch gegangen. Und ich hab ihr eine nette Mistzackel vor die Tür gelegt. Und jetzt stehen sie da und spielen den Samariter. Ausgenutzt haben sie es, das Herrchen nicht mehr geht. Haben sie denn was ausbucht von mir? Aber zurückgeben haben sie es nicht. Nein, nein, der Renten, der gehört mir. Wenn das Wobo da tot ist, hinter der Tür. Ah, sehr, sehr falscher Hund, sie macht ihn ein Bumpet. Und sie dran in der Song, sie haben's gepflegt. Lache ich an, schnurz ans gegangen zu ihr, wenn's vor dem ersten Neger waren. Und sie hat in der Rolle wie ein 20er zugesteckt. Und jetzt stehen sie da und reißen eine große Lippe. Ein Erbschleicher sind sie, ohne Gruß an dich. Ein Lächelflederer sind sie, ganz ein Mieser. Und was lang kick sind, dann singen wir uns gut gericht. Ist das direkt unverschämt sind sie, wenn die Reden irgendwie zusteht, dann bitte es ihm. Sie sind ein Dieb, jawohl, das ist genau das, was sie sind. Die Reden, die gehört mir, das war das Wobo, der ihr letzter Will. Und jetzt wollen sie in der Dame mein Eigentum erschlägen. Passen sie auf, dass sie in der Dame nicht verkühlen. Darf das weiß ich. Schönen guten Morgen, Frau Swoboda. Entschuldigung schon, wenn wir ein bisschen laut waren. Na, was sagen Sie uns, die Alte kratzt und kratzt nicht an. Naja, morgen vielleicht, wenn nicht heute. Ich hätte die Renten sowieso ehrlich mit Ihnen.